Herzlich willkommen zu einer Folge Echoes of the Plum Groove und wie ihr es im Titel sehen könnt, das Finale, denn wir werden, wieso komme ich hier raus? Wir werden in dieser Folge nämlich jetzt einmal erfahren, was es bedeutet, wenn ich draufgehe, wie es weitergeht, wen man spielen kann. Wir werden noch ein paar Quests machen, die ich nie machen wollte, unter anderem mal die Quest von dieser alten Schlechtgelaunten, die sagt, wir sollen alle durchbeleidigen, um zu gucken, was wir von ihr dann bekommen. Und werden dann schauen, was auch so mit den Tieren passiert und Co. Und ich werde mal alles herausfinden, was ihr wahrscheinlich nicht herausfinden wollt, weil ihr das Spiel ernsthaft spielt. Die Folge endet dann auch mit meinem Ableben, denn ich habe noch sehr viele andere Games, die wir spielen wollen. Die Serie geht sonst unendlich lang. Und ich glaube, das Wichtigste haben wir gesehen. Ich freue mich auch übrigens, dass so viele Leute von euch das Spiel spielen und so viel Spaß haben. Und mir das auch immer schreiben und mich taggen. Das freut mich wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Es gibt auch übrigens dann jetzt ab Ende September wieder mehr Story-Games. Und da so viele Spiele jetzt Richtung Herbst und Winter rauskommen, dachte ich mir, lassen wir diesen einen Slot mal frei für weitere. Und dann finden wir sicherlich auch noch weitere Games, die wir weitersuchen können. Und deswegen würde ich sagen, einmal let's go. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Meine liebe Community ist auch live dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auf www.twitch.tv/gnu_live. Ich habe so viele Items bekommen, das ist ja unfassbar nett. Es steht jetzt bei Elderly tatsächlich auch gar nicht da. Kick out, ich kann ihn rausschmeißen. Wie weit die sind, bei ihm tatsächlich auch nicht. Bei mir stand es immer da, steht jetzt nicht mehr da. Also ich glaube, man stirbt dann einfach eines Tages. Gucken wir mal, wenn nicht, werden wir sehen. Ich will jetzt erstmal das hier lernen, was ist das? Deswegen würde ich heute noch so ein paar Sachen erledigen, die ich will. Und würde die Blaupause gerne lernen, bitte. Warum lernt sie die nicht? Hallo, Girl? Hello, Girl? Could you please learn this? Hä? Habe ich die? Ach, weil ich die schon gelernt habe, oder? Stonewall Blueprint. Komisch. Strange. Was ist das hier? Ein Sirup. Okay. Schluss am Ende des Jahres, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil man hat, ist ja immer auch nach einem Monat gealtert, oder? Bin mir gar nicht sicher. Bin ich, nee, ich bin ja viel schneller gealtert, ne? I don't know. Wir werden es sehen. So, dann machen wir mal hier das hier weg. Das auch. Ich mache noch mein Feld ein bisschen schön. Alles wunderbarst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich habe gesehen, dass einige von euch jetzt auch mit dem Game angefangen haben und sehr happy sind. Deswegen, das freut mich sehr, dass ihr es jetzt auch spielt und suchtet. Aber mich interessiert, wie es weitergeht, wenn ich mal weg bin. Das ist eine Frage, die muss man sich leider ab einem gewissen Alter stellen, Leute. Und bei mir ist jetzt der Tag gekommen. So, normalerweise ist es nämlich so, dass nach jedem Monat ich irgendwie älter geworden bin, glaube ich zumindest. Und beziehungsweise meine Kinder. Kann sein, dass die Kinder auch schneller altern. Und da jetzt der Monat bald rum ist, ich kann nicht vorstellen, dass ich hier schon abmurkse, um ehrlich zu sein. Das Spiel gibt es auf der Switch. Eine gute Frage. Gibt es das? Ja, das wäre schlecht, wenn man im Alter so schnell altern würde. Das wäre nicht gut. Ich muss sagen, ich mag in dem Spiel den Frühling am meisten und den Herbst. Das sind die schönsten Jahreszeitchen. So, ich hätte aber jetzt doch gerne den Wunsch, dass ich mit Chickens erfüllen kann. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viel mir da überhaupt übrig bleibt noch an Zeit. Genau, das wird jetzt mein letztes Echoes of the Plum Groove sein. Warum? Ich möchte jetzt dann auch ab Ende September gerne mehr Story Games spielen. Und ich möchte vielleicht auch noch andere Serien starten und deswegen, ich würde das dann gerne hier erst einmal vorerst beenden, weil sonst geht es hier unendlich lang und ich brauche die Slots auch manchmal noch für ein paar andere Folgen, wenn zum Beispiel, es kommen jetzt auch wieder in die Weihnachtszeit, Herbstzeit richtig viele Games raus und deswegen, ja, habe ich mir das so vorgenommen. Mein Mann darf mir erst mal wieder meine Kohle geben. Danke, mein Freund. Kann ich ihn eigentlich was giften? Ich finde, für die ganze Zeit, dass er so lange für mich da war, braucht er auch mal wieder ein Gift. Und dann trade ich mit ihm. Du kriegst mein ganzes Heu,
Das kriegst du. Das kriegst du auch. Boah, haben wir viel geiles Zeug hier. Oh, ich habe Hunger. Man darf nicht schwimmen, wenn man Hunger hat, ne? Geht das eigentlich schlecht? Nee. Hier, bitteschön. Goose Meat geben wir dir auch mal. Dried Meat behalte ich. Damit kann ich doch was Besonderes fischen, oder? So, ich gebe ihm noch mehr. Das behalte ich mal. Bup. So. VR habe ich ganz oft früher gespielt und dann wurde mir irgendwann schlecht. Danke, Sperdi. Wie schön, die Hortensien. Hortensie! Weil sie doch alle... Ach guck, das ist auch alt geworden. Oh mein Gott, you're getting old. Was hat denn der so? Nichts sonderlich Tolles. Okay. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich mit dem besonderen Ding da fische. Ba, 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 ba. Was sind Story Games? Story Games sind Games mit einfach Geschichte. Wo du so ein bisschen Story hast. Mal gucken, was hier passiert. Wo es jetzt nicht so eine Storyline gibt, wo du einfach nur spielst und nichts passiert, sondern wo es auch Geschichte gibt. Das neue Zelda. Welches neue Zelda denn? Hm? Gott, es tut mir immer richtig weh, wenn ich sehe, wie alt sie schon geworden ist. Der Bürgermeister müsste bald auch älter werden. Aber gut, dass ich habe den ein... Also, es hört sich so krank an. Ich habe den geheiratet, einen Tag, nachdem er ein Kind war. Einen Tag, nachdem er erwachsen geworden ist, sagen wir es so. Der müsste jetzt aber auch bald nachziehen hier, ne? Tue ich damit nur komische Muscheln sammeln? Not sure. Ich glaube, es ist nur für Muscheln. Am 26. kommt ein neues Zelda. Was denn für eins? Was für eins? Jetzt bin ich neugierig. Oh, hello. Den habe ich ja fast gar nicht noch in Gold, glaube ich, gar nicht sogar gefischt. Ich würde jetzt gleich nochmal zu den, war das nochmal? Ach stimmt, das kann ich ja einfach bei meinem Kind machen, oder? Gucken, ob ich mir ein Hühnerhaus bauen kann. Du könntest ja mal theoretisch alle alten Leute entsalten für eine Quest. Bin gespannt, was du da bekommen würdest. Hast ja dann nichts zu verlieren und die Leute danach eh kurz später in Geistesgeschichte auftauchen. Ist es eine Quest unten bei der Hexe? Ah, die sammle ich hier. Da spielt man zum ersten Mal Zelda. Wie? Also Zero. Das ist ja eine... Kann es sein, dass es eine Quest bei der Hexe ist? Okay. Wir gehen mal kurz nochmal zur Hexe. Ich gucke mal, ob das eine Quest ist. Dann beleidige ich einfach mal alle durch. Aber ich glaube nicht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Hauptquest ist. Dass du alle durchbeleidigst. Wollen ja manche Leute gar nicht, weil dann bist du ja mit denen nicht mehr gut. Der Friedhof wird auch immer voller. Nee, man spielt Zelda. Link wird am Anfang entführt. Ach, witzig. Echt? Ach so. Mal umgekehrt. So ein bisschen wie bei mit Peach. Ah, da musste man nicht Mario retten, ne? Das heißt Legend of Zelda Echoes of Wisdom, wo man Zelda spielt. Geil. Also ich freue mich, ich wollte es immer schon mal spielen. Ist doch eine Quest bei der schlecht gelaunten Bewohnerin. Aber die hat ja nicht immer die Quest. Tatsächlich. Ich schaue generell mal kurz, was hier die Quests sind.
quashed. Also wenn Gnu stirbt und theoretisch eines der Kinder spielt, erbt das Kind dann die Farm. Das will ich ja heute herausfinden. Das werden wir heute herausfinden, für alle, die das Spiel gerade auch suchten, wie es dann eigentlich weitergeht. Weil ich glaube, weil ich ja dachte, ich heirate den Mann, dass ich dann sein ganzes Geld habe, in seinem Haus lebt, das war ja auch ein Irrglaube. Leider. Hier ist auch die Grumpy-Frau. Vielleicht ist es ja die Quest. So, View Quest, hier. Insult 20, so, das nehme ich jetzt an. Kann ich mit ihr anfangen? Nee, machen wir mal hier, ich insulte einfach alle die. Insult. Zählt es schon? So, ich beleidige einfach mal die ganzen Geister. Boah, die sind alle jetzt schlecht drauf und ich bin glücklich. Ist aber keine gute Botschaft. Hier, das habe ich ja übrigens schon erfüllt, hier die Quest. Deswegen ist diese Plum. Und das ist der Plumbaum. Gott, die sind alle voll gebrochen, die Armen. Gucken wir mal die Quest an. Sex habe ich schon beleidigt. Also die Geister zählen auch. Hier, der muss auch noch beleidigt werden. So, und jetzt gehen wir mal zurück zum Dorf. Und beleidigen wir einfach alle weiter durch. Ach ja, das ist alles so balanced hier. Toll, ist ja Nacht. Jetzt kann ich ja niemanden mehr beleidigen. Ah doch, hier, die. Insult. Du da. Insult. Oh, die sind alle immer total traurig, wenn ich das mache. Und ich bin so richtig glücklich. Bevor ich noch abkratze, nochmal schnell alle beleidigen. Oh, das schenkt mir sogar was. Dafür beleidige ich ihn. Das ist Käse. Das wird aus Milch gemacht. Erstmal alle beleidigen. Ich krieg nie wieder Geschenke. Ist euch das bewusst? Insult. Hey, du da. Insult. Hey, du da. Das Kind beleidige ich auch. Aber du kommst ins Haus von jemandem rein und beleidigst erstmal alle. Oh Gott. Aber man darf niemanden beleidigen. Nichts geht über eine Quest. Ich tue es für die Quest, weißt du, das ist was anderes. Im echten Leben hat man solche Quests nicht. So, wie viele Leute muss ich denn noch beleidigen? Nur noch 7. Sehr schön. Oh, guck mal, die schenken mir auch alles was. Scheiß Schuhe! Muss doch irgendwo rein. Hier kann ich doch bestimmt auch noch rein. Die beleidige ich auch noch alle durch. Ich muss insulten! Aus dem Weg! So, insult. So, die liebe Fischersfrau auch. Insult. So, und dann werde ich noch meine komplette Familie durchbeleidigen und dann kann ich es einfach auf meine Alterskrankheit schieben und sagen, mir geht's nicht gut. So läuft das. Wunderschönes Leben. So, nur noch 4 Stück. Den Hund, kann ich den Hund auch beleidigen? Wäre eine Option. Die Quest hat mir diese alte Frau gegeben. Oh, guck mal, mein Kind ist groß geworden. Kann ich dich heiraten? Hi, Mom. Yes, Mom. Oh, collect. Was kann ich traden? Nur Fleisch? Butcher? Ach, guck mal. Wir können unsere Tiere schlachten. Oh nein. Oh, ist ja pervers. Und dann kriegen wir von dem Schwein 10 Fleisch, 4 Milch. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, wenn ich draufgehe, müssen die auch alle sterben. Aber jetzt noch nicht. Den beleidige ich jetzt aber mal noch nicht. Ich beleidige mal das Kind. Talk, collect und insult. Meinen Mann beleidige ich auch erstmal. Du hast mir überhaupt nicht geholfen, du Jahre. Du Schwachkopf, aus dem Weg. So, jetzt gehe ich schlafen. Until dawn. Sleep. Und ich habe ein Recipe erlernt durchs Beleidigen oder was. Oh, jetzt geht es mir gar nicht gut. Ich habe Hunger. So. Oh nein. Oh, mir ist nichts passiert, obwohl ich die Muschel gegessen habe. Geil. Ich dachte eigentlich, dass mir jetzt schlecht wird. So, diese Fische hier, die packe ich jetzt mal hier drauf. So. Mm.
Bip. Kann ich mit meinem Kind reden? Hier, nochmal in Salt. Oh. Okay. Dann entsalte ich ihn noch. Und ich glaube, das war's. So. Okay, wunderbar. Unsere Beziehung läuft wunderbar. Wie ist denn jetzt eigentlich die Beziehung zu meinem Mann? Nicht mehr so gut. Aber sie ertragen viel. Okay, das arme Kind läuft jetzt schlecht gelaunt, weil die Mutter es beleidigt hat. Oh. A gift for you. 13 Milch. Holy shit, das ist ja eine Anmache, oder? Okay. So, da wir jetzt einfach mal 20 Leute durchbeleidigt haben, gehen wir jetzt mal und holen uns die Quest. Ich würde eigentlich gerne hier hinreisen. Schade, dass es nicht geht. Also ich würde mir gerne einen Schnellreisespot zum Plum wünschen. Gibt's das? Das wäre halt geil. Oder immer hinzulatschen? Fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Es gibt ja einen Zaubertrank dafür. Für was? Weißt du, das ist so ein süßes Game, das müsste man viel mehr promoten. Das hat so viel Spielstunden. Ich denke mir oft im Gaming, es gibt so, ich gucke deswegen echt super gern so Cozy Games, Farming Games, Indie Games an, weil ich finde oft die AAA-Titel, die sind einfach nur krass promoted, aber der Inhalt, also teilweise kommen da Spiele raus, die haben Bugs, die haben Fehler, die Story ist scheiße, Hauptsache eine krasse Grafik und teilweise das nicht mal. Gilt es nicht für alle AAA-Titel, ne? Aber es ist teilweise echt so, dass ich mir denke, uff, da könnte man schon ein bisschen mehr teilweise rausholen aus den Titeln. Man müsste auch viel mehr anderen Games ein bisschen mehr geben. So, Turning Quest mit Beleidigung. Was? Das ist alles? Thanks, hier ist dein Reward. Hahaha. Boah, die beleidige ich jetzt auch. Hier. So, das hat sich gar nicht gelohnt. Also an alle, es lohnt sich null. Es lohnt sich null. Boah, ist das asozial. Ist das assi. Oh, frech. Das ist richtig unbefriedigend. Weil ich weiß, dass es den meisten richtig wehtut, es zu tun. Ach, scheiße. Ist das assi. Oh, so eine Sau. Oh, so ein Schwein. Naja, egal. Egal. Die Moral von der Geschichte... Sei kein Arschloch. Sonst schlägt sie später ins Gesicht. Okay. Hier habe ich auch nichts. Oh doch, das kann ich alles geben. Das mache ich jetzt mal. Crafted Resources. Käse. Das und das. Und das. Oh, gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht hier. Recipes. Was wollen die hier? Donate 20 Gold Star Meals. Boah, das ist krass. Das ist crazy. Okay, dann gehen wir mal back in town. Und ich guck mal kurz bei den Leuten hinten, wie viel ich brauche für einen eventuellen Hühnerstall. Wo kommt denn das Kind her? Aber es ist cool, dass das Dorf sich einfach immer erweitert. Ne? Es ist dann einfach so, dass die Leute immer wieder neue Kinder kriegen und so. Das ist schon nice gemacht. Erstmal ein bisschen Milch für den Durchfall am Morgen. Hier, können wir hier traden? Nee. Boah, die ist schon richtig genervt. Da hinten, da gehen wir jetzt hin. Ey, was haben die denn für ein cutes Kind bekommen? Guckt mal. Süß. Portia. Aha, was hat die so? Gar nichts. Die sieht ja richtig special aus. Kann ich mir die adoptieren? Oh, die hat mir einfach irgendwas gegeben. Die sieht echt cute aus. Die fällt richtig auf. Ach, die haben mir einfach ein Baby bekommen. Mein Kind arbeitet da richtig genervt. Oh, der hat mir ein Bücherregal geschenkt. Bild. Hier, eigentlich brauche ich gar nicht viel. Nägel, Steine, Iron Bars halt, ne? Die habe ich jetzt gerade verkauft für Chicken.
Upgrade mein Home. Oh, fett! Guck mal, was ihr noch machen könnt. Könnt euer Haus so richtig geil upgraden. Boah, aber 10 weiße Farbe, das ist schon schmerzhaft. Und die Bahn könnt ihr auch richtig geil upgraden. Nice. Fett. Okay, da geht noch einiges. Oha, die schenkt mir voll viel. Ich fühle mich richtig schlecht. Okay. Wir gehen mal back. Back in the building. Yeah, yeah, yeah. Die haben auch alle Questies. Give me the milk. Ich guck mal, wenn ein Mann wieder da ist, dass ich mit dem ein bisschen trade. Give me some. Also echt brutal, dass du deine armen Tierchen einfach schlachten kannst. Die schlafen einfach kurz bis zum Abend, bis sie zu Hause sind. Und dann tue ich kurz mit meinem Mann ein bisschen traden. Collect Gift. Ich schenke dem mal Milch. So, und dem Kind schenke ich jetzt auch nochmal was. Kann ich gar nicht. Ich kann von dem Kind nur nehmen. Das ist ja furchtbar. Das Kind hat gar keinen Bock mehr auf mich. Wo ist mein Mann? Hm, er sollte eigentlich zu Hause sein. Hat er eine neue? So. Until Dawn. Until Dawn. Ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Moment ist, nochmal ein Kind zu bekommen. Aber warum nicht? Wir wollen nochmal, will ich nochmal schwanger werden? Geht es überhaupt? Wer soll pregnant werden? Also hey, wenn es funktionieren würde, dass auch Männer die Kinder austragen, ich würde sagen, wir teilen uns das auf. Einmal ich, einmal du, ne? In dem Fall nehme ich das Angebot auf jeden Fall gerne an. Oh, shit, ey. Okay, until dawn. Okay. Wir gucken jetzt nämlich einfach mal. Ich habe jetzt mal meinen Hunger ausgestellt. Skippe ich jetzt einfach mal durch, um zu gucken, was passiert, wenn ich sterbe. Da ist es, Miguel. Wir nennen es Seth. Es ist ein Boy. Aber um den muss ich mich jetzt ja auch kümmern, ne? Was, oder ist, wir könnten jetzt eigentlich auch die Frage... Oh mein Gott, mein Mann ist alt! Oh nein! Was mit deinen wunderschönen blauen Haaren passiert? Warum sind die jetzt... Warum zur Hölle sind die jetzt schwarz und meine Tochter ist erwachsen geworden und sie hat mir einen neuen Boden geschenkt? Oh, hier, ich schenke dir diese Blaupause. Okay, was ist denn hier hinten los? Was war das gerade für ein Geräusch? Wo ist denn mein anderer Sohn? Ist er schon zur Arbeit gegangen? Der müsste jetzt ja eh schon erwachsen sein. Maxi von Zerbersten? Mein Sohn heiratet Tom Bailey? Und Tom Bailey sieht überhaupt nicht glücklich aus. Mein Gott, mein Sohn. A token from... Oh, süß. Dear Knutrun, how have you been? I got you this gift to show my appreciation. It isn't much, but I reckon you will like it. Ja, aber warum gibst du mir das nicht persönlich? Und der Typ ist bestimmt krank und vergiftet uns jetzt alle. Mein Sohn ist ausgezogen, Leute. Mein Sohn ist ausgezogen. Ich glaub's nicht. Er hat uns verlassen. Verlassen für so einen anderen Menschen. Ihh. Das ist Betrug. Das ist Schiebung. Wo ist jetzt unser Baby? Wo ist denn das Baby? Haben wir das hier in den Raum reingesperrt? Sie werden so schnell alt, ne? Das Spiel lehrt uns, wie schnell es geht. Die Kinder ziehen aus. Dann bin ich am Ende wieder allein mit dem Langweiler. Wo ist denn das Kind? Ich glaube, das Baby... Wo ist das Baby? Sag bitte nicht, dass es im Keller ist. Links am Rand. Boah, das haben wir da hinten einfach abgestellt. Oh, das war auf jeden Fall eine krasse Geburt, glaube ich. Aber gut, er hat es ja ausgetragen. Er hat es noch jung ausgetragen. Kellerkind. Okay, wir sleepen mal weiter und gucken, was passiert. Until Dawn.
Until Dawn. Oh Gott, es fühlt sich so falsch an. Until Dawn. Until Dawn. Ist irgendwas verschimmelt in meinem Inventar. Oh mein Gott, ist der schnell. Seth ist so schnell erwachsen geworden. Oh mein Gott, mein Kind ist so schnell erwachsen geworden. Oh, und die denkt sich so, scheiße, ich muss hier raus. Ich muss mich ganz schnell irgendwie mit irgendwen vermehren, damit ich auch hier rauskomme. Ach du heiliges Blechle. Ich komme jedes Mal runter, das ist wie so ein Fiebertraum und irgendwas ist anders. Gruselig. Lern jetzt aber nochmal schnell dieses Rezept hier. So, und schlaf mal until dawn. Unsere Mutter verschläft das Leben. Until dawn. Mein Sohn meldet sich auch gar nicht mehr, ne? Maxify, der Verräter. And we sleep until dawn. Briefkasten, stimmt, den kann ich nochmal checken nach 3 Tagen Schlaf. Puh, ey. Wie die Zeit vergeht. So, der Briefkasten muss überfüllt sein. 2 Wochen nicht nachgeschaut. Oh, der ist gestorben, der James. Und sie auch. Oh, shit, dann bin ich aber, glaube ich, auch bald dran. Da müsste ich jetzt theoretisch... Oh, süß. Da müsste ich jetzt aber... Oh, ein Ofen. Da müsste ich jetzt aber theoretisch echt auch bald dran sein, ne? Ich sag's ungern, aber wenn die ja alle sterben... Die sind doch jetzt... Hier, you're invited to your annual bake-off. Süß. Ja, ich glaube, dann müsste ich jetzt auch bald das Zeitliche segnen. Bevor ich gehe, klatsche ich euch hier noch einen hässlichen Boden hin. Oh, oder eine hässliche Wand. Oder einen hässlichen... Oh mein Gott, das Haus sieht komplett anders aus. So, warte, ich muss meinen Mann noch schnell Melonen schenken. Nee, ich trade einfach mit ihm. So, mein Liebster, bevor ich gehe, nimm einfach all das und den Hut, den hässlichen, den unsere Tochter mir geschenkt hat. Dankeschön. Warum hast du einen verdammten Käfer in deiner Tasche? Ach, ich hinterfrag einfach nicht. So. Until dawn. Until dawn. Until dawn. Mir geht's immer noch gut. Alles noch wie beim Alten. Ich schlaf mal weiter. Quest. Village. Genau, wie viel da haben wir? Okay. Oh, so viel Funerals. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute sind jetzt gestorben. Holy shit. Until dawn. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Stimmt, meine Tiere. Ich glaube, die sterben nicht, oder? Ich glaube, wenn man denen nichts zu essen gibt, dann machen die einfach nur nichts, oder? Oh mein Gott, ich glaube, meine ganzen Tiere sind tot. Hä? Aber das war doch bei allen anderen Farming-Games auch so. Aber das war doch bei allen anderen Farming-Games auch so, dass die einfach nur nichts produzieren. Ja, aber warum liegen dann die Leichen hier nicht rum? Ich habe meine Tiere verschlafen. Scheiße. Den Hund ist es aber egal. Hier, sie ist auch gestorben. Einfach Depressionssimulator, nur die ganze Zeit schlafen. Ja, das möchte ich auch nochmal ansprechen. Ne? Ich finde, in dem Fall, ich schlafe jetzt nur, um die Tage zu überstehen. Aber ich finde, man sollte sich da auf keinen Fall drüber lustig machen, weil es gibt genug Leute, denen geht es so. Deswegen ganz viel Liebe an allen, denen es sich gut geht. Ach, er ist auch tot und sie auch. Oh mein Gott. Also ich frage mich, wann ich an der Reihe bin. Er auch. Shit, ich habe langsam Angst, ne? Ich glaube, das ist so das unfassbar eklige Gefühl, wenn du so merkst, boah, shit, irgendwie Bekannte, alles um mich rum, wann bin ich dran, so? Das ist bestimmt schlimm. Trade. Kriegst alle meine Früchte, obwohl ich mach die mal hier drauf. Ja, wir brauchen ja nichts mehr. Weg, weg, weg.
Schlagsahne. Hier, Mann, mach irgendwas damit. So. Ja, alle gehen. Aber dann müsste es bei mir jetzt auch bald so sein. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Jahr jetzt noch leben, weil die anderen sind ja ein bisschen vor mir älter geworden, sind jetzt alle weg. Das wäre ja komisch, wenn ich ein Jahr brauche, um dann zu altern im Vergleich zu den anderen, weil wir haben ja alle immer das gleiche Alter. Also wir altern ja alle gleich. Die sind ja alle, aber es kann auch sein, dass sie was anderes gestorben sind, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Oh, ich hatte vorhin eine. Ist jetzt schon Herbst? Es ist Herbst. Wahnsinn. Die heiraten. Da kommt einfach die neue Generation nach. Und wir werden einfach alle irrelevant sein. Oh, das ist voll sad gerade. Es wird gerade ein bisschen deep hier. Das Baby, das ist, steht da ja schon. Oh nein. It happened. It happened. Und jetzt? Knutrum von Zerbersten ist gestorben. Who would you, who do you wish to play as? Okay, ich kann sie wirklich aus, aber ich kann. Ah nee, ich kann auch den Kleinen spielen. Ich spiele den Kleinen, den Seth. Ich spiele den Seth. Oh, Reward. Guck mal, die ganzen Rewards von meiner Mama. Oh. Oh was, ich bin erwachsen. Oh mein Gott, ich wurde in die Pubertät geschickt. Ich habe einen blöden Zopf und komische Locken. Ich bin einfach erwachsen geworden, weil ich gesagt habe, ich über und wann wird meine Mutter jetzt beerdigt? Dann wird er erwachsen. Es tut mir leid, ich habe dir die Kindheit geraubt. Das ist ja grausam. Kann ich meine Schwester heiraten? Oh, und wieso juckt es niemand? Warum lacht ihr noch alle? Die Frau, die ja alles aufgebaut hat, ist weg. Ihr undankbaren Schweine. Mozart, ich bin Mozart. Ich bin wirklich Mozart. Das ist bestimmt Post von meiner armen Mama. Wedding? Ich heirate? Nee, ich dachte, das sieht ja genauso aus wie ich. Hier, oh, dritter Tag, 15 Uhr. Da gehen wir hin, Leute. Da müssen wir hin. Geht zu meiner eigenen Beerdigung. Es fühlt sich irgendwie so falsch an. Guck mal, ich habe ja, ich hab meiner Mama ihr Inventar geerbt. Das ist schon ein krasses Spiel, ne? Du kannst es unendlich... Ach ja, heute ist es. Oh, es ist heute. Du kannst einfach das komplette Spiel unendlich spielen, wenn du einfach nur dafür sorgst, dass du dich vermehrst. Ich gehe jetzt ins Bett meiner Mutter schlafen, um ihr dann an ihrem Tag eine Schweigeminute einzulegen für all die wunderbaren Stunden Echoes of the Plum Groove. So, wir machen uns mal auf den Weg. So, ich habe aber ein schickes Outfit an. Ich bin so ein richtiger, kleiner, verwöhnter Bursche. An Herbst. Ach, ist das sad. Mommy hat alles für uns getan. Und ich bin was ganz Besonderes, denn mein Dad hat mich ausgetragen. Die werden jetzt ja aber alle hier eigentlich abkratzen, ne? Ich will eine Wedding, ey. Ja, da sieht man mal, wie unbedeutend man im Leben ist. Du wirst einfach, du kommt einfach was nach. In 100 Jahren kennen wir uns alle eh nicht mehr. Die checke ich mir aber ab hier. Hey, Girl, darf ich dir mal eine Rose schenken? Oh, du wirst die Nächste sein. Ich bin zwar noch Kopf kleiner als du, aber da komme ich schon nach. Oh, okay, also wichtig, die Kinder werden sofort erwachsen, wenn ihr sie auswählt. Oh, die Musik. Oh, ich muss sagen, ich werde ein bisschen traurig, werde ich jetzt schon hier, ne? Ich werde es auch nicht speichern. Das ist schon so ein bisschen Nostalgie jetzt hier, ne? Jetzt ist es einfach vorbei. Aber man soll es killen, wenn es am schönsten ist. Ja. Außer man heißt Pythagoras, dann kennt dich jedes Kind. Das stimmt. Aber dann mag dich aber auch nicht jedes Kind. Das nächste. So, her damit. Das nehmen wir auch noch mit. Ich kann schon mal rein. Da liegt ja schon der Sarg der wunderbaren Knutrun von Zerbersten. Die wunderbarste Person, die es jemals gegeben hat. Kann ich das plündern? Wieso liegt da nur Gras drauf? Ich würde gerne hier eine Blume drauflegen. Warte, ich muss meine Mut anpassen. Warte. So. Wir müssen die Mut anpassen zu dieser Situation. So, warte. So. Da, das ist die perfekte Mut. Aber eigentlich würde Knutrun nicht wollen, dass wir traurig sind.
Gnutrun würde wollen, dass wir glücklich sind und mit erhobenen Haupte, ja, dass wir so, yay, endlich, it's a new beginning, woohoo. So, das passt doch, authentisch. Ach, guck mal, ist es hier der Bürgermeister, den ich heiraten wollte? Bin ich nicht irgendwie, ist es nicht mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßopa? Na klar, eigentlich schon, aber das ist nicht der Bürgermeister. Aber nun gut. Es wird Zeit. Alle Gäste nach der Beerdigung der Mutter beleidigen. Ja, meine Mutter wäre stolz. Warum sind da hinten Herzpflanzen? Ich hinterfrage es gar nicht. Ich hoffe, dass überhaupt jemand kommt. Meine Mutter hat nämlich in ihren letzten Jahren noch so einige Dorfbewohner beleidigt, habe ich mitbekommen. Sie war aber eine stets bemühte und tolle Frau. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, vielleicht kann ich auch die Hexe heiraten. Kann ich die Hexe heiraten? Das wäre aber, glaube ich, dann in vielen Hinsichten verwerflich. So, ich mache jetzt erstmal hier Celebrate. Günther. Okay, danke für den Salat. Danke, das ist auf jeden Fall schon mal fürs. Oh, 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 danke, danke. Oh, die bringen mir alle Mitleidsessen mit, ne? Oh, guck mal. Oh, wie nennt man das? Den Afterschmaus, wenn jemand staucht ist. Nicht Afterschmaus. Ach, guck mal, die bringen alle Essen mit. Leichenschmaus. Du hast nichts mitgebracht, du bist nicht eingeladen. Oh, ich glaube, das ist doch kein Leichenschmaus. Danke für Knoblauch, Mann. Danke, dass Sie da sind, danke. Mir geht's auch gar nicht gut. Es liegt doch nicht daran, dass ich jetzt viel erbe oder so. Wuhu, endlich ist die Alte weg. Ich habe alles geerbt. Oh, yes. Ich will Rede halten. Liebste Gnutrun, danke, dass du diese ganzen Jahre für uns geackert hast. Du hast damals meinen Vater geheiratet, weil eigentlich wolltest du seinen Daddy heiraten. Aber sein Daddy hat nichts getaugt. Deswegen hast du seinen Sohn genommen, nachdem du seine Schwester und die Frau ermordet hast. Somit hast du deine eigene Familie großgezogen, alles allein ergaunert und erarbeitet, nachdem du gemerkt hast, dass du von deinem alten Typ kein Geld bekommst und vor allem, dass du von deinem alten Typ niemals die Bude bekommst. Du bist eine starke Frau, wir bleiben auf jeden Fall für immer in Kontakt. Danke fürs Erbe und wir sehen uns, Kuss auf Nuss. Und du bist die beste, Gnutrun. Du bist einfach die allerbeste. Das Spiel geht unendlich lang. Und ich bedanke mich an alle Kandidaten, die hier zur Beerdigung gekommen sind. Natürlich auch an euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr uns hier so lange bei Echoes of the Plum begleitet habt. Und an alle, die spielen, wünsche ich ganz viel Spaß und dass ihr das Spiel noch ganz lang spielt. Und über Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und natürlich über Mitleidsbekundungen an Gnutrun. Und dann sehen wir uns definitiv in den nächsten Videos und Folgen. Vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet habt. Und dann beende ich hiermit diese sehr emotionale Folge.